die Vorstellung des neuen Cupra Leon Trip. Motor TV22 möchte euch recht herzlich begrüßen. Der Leon ist mit dem 1,5 DSI Aggregat motorisiert. 150 PS durchzugsstark ist der Benzinmotor. Mit seinen 5,9 Liter Durchschnittsverbrauch sehr angemessen und bringt das Fahrzeug in 8,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Seine Höchstgeschwindigkeit endet bei 217 km/h. Die sportliche Ausführung des Viertürer mit seinem Cupra-Style gibt den Leon ein attraktives Design. Das präzise Schalten des 6-Gang-Schaltgetriebes macht es zum Vergnügen und muss nicht immer ein DSG-Getriebe sein, was das Fahren in den Bergen das Fahrzeug sehr sportlich bewegen lässt. Angetrieben über die Vorderachse, das Fazit, ein sehr sportliches und seinem Preis-Leistung sehr angemessenen Fahrzeuges mit angepasster Innenausstattung, grau zu seiner weißen Außenfarbe, sehr stimmig. Die Alufelgen mit Niederquerschnittreifen geben dem Fahrverhalten eine zusätzliche Note. Mit einem Preis von 31.000 Euro gibt es den Leon bei der Firma Strasser das Autohaus in St. Gertraudi. Lasst euch das Fahrzeug präsentieren und testet den Leon bei einer Probefahrt. Diesen Bericht präsentierte euch das Autohaus Strasser in St. Gertraudi.